düster wird die Zukunft. Milliardäre verschwinden weltweit. Der kurz vor seinem Tod ein paar Posts gemacht hat, in denen er über mehrere Epstein-Inseln, Mossad, CIA, Bild, Geheimdienste und eine Verschwörung sprach. Oh shit, man. Einige Stunden nach diesem Post wurde er tot am Strand gefunden. Who's ever running for president will be someone they anoint. The whole agenda is to create a one world government. Wie soll ich das sagen? Aus diesem systemkonformen Denken rauszukommen und mal anfängst quer zu denken, wirst du bei keinem Thema auf die echte Wahrheit kommen. Wenn wir uns mal anschauen, wer fast alle Banken auf der Welt besitzt, ist der Rothschild-Clan. Worauf Nick Rockefeller ihn zuerst auslachte und ihm dann den wirklichen Plan dahinter erklärte. Oh shit, miese Recherche. Genießt die Zeit, die ihr hier auf der Erde verbringt und lasst euch von diesen ganzen Entwicklungen nicht zu krass euren Kopf ficken so. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein vom Flex Doku. Vor 10 Minuten hochgeladen. Wir sind live dabei. Live-Ticker-mäßig. Und zwar heißt das Video, wie düster wird die Zukunft? Milliardäre verschwinden weltweit. Ich weiß nicht, um was es geht. Ich weiß nicht, was das Thema ist. Vielleicht geht es auch um, ich weiß es nicht. Ich kann es gerade mir nicht zusammenreimen vom Titel her, wer da Teil sein wird im Video und was er genau erzählen wird. Aber umso spannender ist es auch für mich. Ist eine echte Live-Reaction. Und wir sind gespannt auf jeden Fall. Lasst Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen. Abonniert diesen Kanal. Ich liebe euch. Und jetzt würde ich sagen, geht wie immer der Peter los, Digi. Aber sowas von. Und los. Yo, Leute. Hoffe, alles okay bei euch. Alles fit, Bruder. Ich hoffe, bei dir auch, Bro. In den letzten Jahren ist die Entwicklung neuer Technologie extrem gut vorangekommen. Doch dies bedeutet nicht immer etwas Gutes. Im heutigen Video gehen wir auf die Digitalisierung der Zentralbanken ein und neue Technologien, die auf eine düstere Zukunft hindeuten. Außerdem schauen wir uns eine Reihe von mysteriösen Todesfällen von Kryptomilliardären an. Darunter Nikolai Moschegin, der kurz vor seinem Tod ein paar Posts gemacht hat, in denen er über mehrere Epstein-Inseln, Mossad, CIA, Bild, Geheimdienste und eine Verschwörung sprach. Oh shit, man. Auch schauen wir uns an, wer der angebliche Gründer von Bitcoin ist und weshalb auch in China viele Milliardäre verschwinden und kurze Zeit später jahrzehntelange Haftstrafen kriegen. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, abonniere und aktiviere die Glocke. Wild, danke wild, im Voraus. Wild, wild. This makes the sixth head honcho in crypto who's died under mysterious circumstances. No. Ich habe eher das Gefühl, dass die Krypto langsam übernehmen, die Jungs innen. Oder vielleicht sogar von Anfang an halt darauf spekuliert haben, das groß zu machen, als frei darzustellen und dann das Ruder wieder übernehmen. Es ist für mich suspicious, wenn auf einmal ein Donald Trump und wie heißt der BlackRock-Maniac? Larry Fink auf einmal Krypto so anhimmeln und sagen, oh, ist voll geil und so. Da werde ich immer hellhörig so ein bisschen. Weißt du, wenn diese Jungs innen auf einmal auch anfangen, das schön zu reden, obwohl die eigentlich die größten Feinde davon waren, weil die wissen, dass das deren Business kaputt macht, ist immer so ein bisschen. And extremely wealthy crypto entrepreneurs have unexpectedly been found dead in the wake of the crypto market downturn. Doesn't matter to them which one wins, because who's ever running for president will be someone they anoint. Offshore private banking corporations that have engaged in a hostile corporate takeover of the United States and almost every other nation on the planet. The whole Alex Majutsta agenda is to create a one world government. All money is to be in those chips. About to see the biggest crash in history. Bitcoin ist die erste Kryptowährung und wurde 2009 von einem Unbekannten unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto eingeführt. Die Idee war eine Währung, die komplett unabhängig von Banken und der Regierung ist. Ein komplett dezentrales Netzwerk. Im Oktober 2008 stellte Satoshi sein Konzept vor und im Januar 2009 startete das Bitcoin-Netzwerk. Zuerst war Bitcoin fast wertlos, doch die Begrenzung auf 21 Millionen und die wachsende Nachfrage ließen den Preis letztendlich steigen. Ich habe schon 2010 oder so davon gehört, so ein mieser Hacker aus dem Studium damals, das war so ein Informatiker, der hat mir davon erzählt, der sagt, Bro, und so Bitcoin, dies, das, Blockchain und so. Ich habe gesagt, Bro, laber mich mal nicht voll jetzt. So, mach mal jetzt, komm. Und auf einmal geht das Ding durch die Decke und ich denke mir so, hätte ich einfach nur den Vertrauten auf den gehört, hätte mir mal so 10 Bitcoins zugelegt, wäre ich jetzt ein Millionär. 2009 lag der Wert eines Bitcoins bei ungefähr 0,0041 US-Dollar. Guck mal, Digga. Ich hätte direkt 100 gekauft, 200. Überleg mal,
10 Euro investiert, dann Millionär geworden. Scheiße. Mich hat es damals nicht gejuckt. Hätte man damals nur 100 Euro investiert, wären das ca. 24.390 Bitcoins gewesen. Bro, da bist du Milliardär, Digga, oder nicht? Beim Allzeithoch von ca. 71.000 Dollar wären diese 1,7 Milliarden Dollar wert gewesen. So. Einige frühe Investoren, darunter auch Kinder, die ihr Taschengeld investiert haben, wurden so zu Millionären und Milliardären. Mhm. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass viele Leute an Geld gekommen sind, die, wenn es... Ich muss den mal anrufen, den Robert, den Jutzen. Robert, schöne Grüße gehen raus an dich. Ob der damals welche gekauft hat? ...anderen gehen würde, nie so viel Geld haben sollten. Mit Geld kann man viel verändern. Und einige behaupten, dies wäre der Grund für das Ableben zahlreicher Kryptomilliardäre. Alles begann 2018 mit dem Tod von Gerald Cotton, dem Gründer der kanadischen Kryptobörse Quadriga CX. Er starb angeblich in Indien an den Folgen von Morbus Crohn, was eine Darmerkrankung ist. Mit seinem Tod verschwanden auch viele Kundengelder, da nur er Zugriff hatte. Auch ertrank im Jahr 2021 der Bitcoin-Milliardär Mika Popescu in Costa Rica. Er hinterließ eine Wallet, die nach einigen Angaben ca. 1 Million Bitcoins schwer war. Ein Jahr später starb der Mitgründer der Amber Group, Tian Tiankulanda, unerwartet im Alter von 30 Jahren im Schlaf. Auch der russische Kryptomilliardär Vyacheslav Taran kam 2022 unerwartet bei einem Hubschrauberabsturz in Frankreich ums Leben. Der merkwürdigste dieser Fälle ist der Tod des Kryptoentwicklers Nikolai Mushegin. Er hat folgende Beiträge kurz vor seinem Tod gepostet. 3 mögliche Zukünfte für mich. 1. Durch das CIA. 2. CIA-Hirnschadensklave, Vermögenswert. 3. Schlimmster Albtraum der Leute, die bis vor kurzem gut mit mir waren. Ich bin sicher, das sind die einzigsten Optionen. Krass, Bruder. In einem anderen Post schrieb er folgendes. CIA Mossad und die Pedo-Elite, Digga, oh mein Gott. Ex-Handler-Pressring aus Puerto Rico und den karibischen Inseln. Sie werden mich mit einem Laptop framen, also sie werden ihn belasten oder ihm was anhängen, der von meiner Ex-Freundin, die eine Spionin war, platziert wurde. Sie werden mich zu Tode foltern. Einige Stunden nach diesem Post wurde er tot am Strand gefunden. Bro. Rest in peace, Cousin. Ich glaube nicht an Zufälle. Wer unter diesen mysteriösen Todesfällen auf jeden Fall nicht leiden wird, ist der Bitcoin-Kurs, da mehrere Millionen Bitcoins nie wieder verkauft werden. Über die Wallets der Toten findet man nur sehr wenig. Aber wenn diese Leute, wie viele, nicht damit gerechnet haben, dass sie sterben, werden sie bestimmt keinem ihre Daten für milliardenschwere Wallets gegeben haben. Diese Häufung von Todesfällen hat zu vielen Geschichten in der Kryptoszene geführt. Manche glauben, sie wurden einfach abgezogen und andere sehen staatliche Eingriffe dahinter. Das Muster, das wir vorhin bei den Kryptomilliardären gesehen haben, wiederholt sich auch in China. Nur in China ist der Unterschied, dass Milliardäre, nachdem sie systemkritische Aussagen gemacht haben, zuerst einmal für ein paar Monate verschwinden, wegen Korruption angeklagt werden und zuerst mal 10 bis 20 Jahre in den Knast gehen. Renaissance plunging overnight in Hong Kong after that company said that its chairman and CEO is missing. But since giving this speech that was critical of China's government, Jack Ma hasn't been seen in public, and now many are questioning, where is Jack Ma? He is being punished for speaking his mind. Ren disappeared last month. Now China says he's under investigation. He's accused of quote-unquote serious violations of discipline and law. Serious violations of discipline and law. Ich küsse doch euer Herz. 2017 wurde Xiao Yanhua, ein einflussreicher Finanzmogul, aus seinem Luxushotel entführt. Er tauchte kurze Zeit später mit einer Anklage wegen Korruption auf und bekam 13 Jahre Haft. 2020 verschwand der Immobilienmilliardär Ren Zhiqiang, nachdem er die Regierung öffentlich kritisiert hatte. Er tauchte ebenfalls später wieder auf, wurde ebenfalls wegen... Kann halt auch alles fake sein, die News. Dass die im Knast waren, ist ja, steht ja fest. Und dass es diese Menschen gab. Was meinst du mit Fake? Die Frage ist nur, wer hat da dahinter gesteckt, Digi? Jetzt schon so skeptisch und sagen, das könnte auch alles Fake sein, das ist eine dumme Aussage, weißt du?
Die einzige Frage, die man sich bei diesen ganzen Fällen stellen sollte, ist, wer könnte dahinter stecken? Und da muss man halt Theorien aufmachen. Da wirst du die Wahrheit auch nicht direkt rausbekommen, weißt du? Das ist aber bewusst so, bei allen Themen. Wenn du nicht anfängst, endlich mal aus diesem systemkonformen Denken rauszukommen und mal anfängst, quer zu denken, wirst du bei keinem Thema auf die echte Wahrheit kommen. Das kann ich dir versprechen. Also wer heutzutage kein Verschwörungstheoretiker ist oder kein Schwurbler ist, wie man uns nennt, oder Querdenker, der ist verloren. Der wird nie an die Wahrheit rankommen. Nicht mal ansatzweise. Du musst Theorien aufstellen, weil die Wahrheit wird verborgen vor uns. Wir sollen nicht wissen, was wirklich abgeht. Weißt du? Deswegen stellen wir Theorien auf. Und denken uns unseren Teil und versuchen mit unserem logischen Menschenverstand und mit Recherche auf die echte Wahrheit zu kommen. Korruption angeklagt und bekam 18 Jahre Haft. Ein weiterer Milliardär, der vor seinem Tod etwas über eine Verschwörung erzählt hat, bevor er in Frankreich ca. 14 Meter tief gefallen ist. Im selben Jahr verschwand Whitney Duan, eine prominente Geschäftsfrau und Milliardärin. Sie wurde von der chinesischen Regierung entführt und meldete sich erst 4 Jahre später bei ihrem Mann, um ihn zu bitten, nicht das Buch zu veröffentlichen, das er veröffentlichen wollte, indem er über ihre alten Geschäftsbeziehungen reden wollte. Der Gründer von Alibaba, Jack Ma, verschwand ebenfalls für 3 Monate, nachdem er die chinesische Regierung kritisierte. Er tauchte... Krass, ne, in China, was da abgeht, so. Leichte Kritik rausgehauen, dann verschwindest du einfach mal ganz kurz. ...auf und zog sich danach komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Natürlich kann man sagen, es sind alles Zufälle. Zufall gibt's nicht. Die Frage ist, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand ein Milliardär wird? Und wie wahrscheinlich ist es, dass jemand entführt wird? 5 Milliardäre werden entführt, tauchen wieder komplett verändert auf oder kriegen jahrzehntelange Haftstrafen. Es sind schon sehr große Zufälle. Einige behaupten, man sieht es in keiner Regierung gern, wenn Einzelpersonen in kurzer Zeit viel Geld anhäufen und diese dann auch noch kritisch gegenüber dem System sind. Macht Sinn. Die offizielle Version über die Einführung von Bitcoin handelt, wie vorhin schon besprochen, über eine oder mehrere Personen mit dem Pseudonym Satoshi Nakamoto. Das Merkwürdigste an dieser ganzen Satoshi Nakamoto-Geschichte ist erstens, Satoshi Nakamoto hat ca. 1 Million Bitcoins. Diese waren zu Bestzeiten 71 Milliarden Dollar wert. Es wird immer so hingestellt, als ob dieser Satoshi Nakamoto ein Heiliger war, dem mehrere Milliarden Dollar egal waren. Er war einfach nur ein guter Mensch, der diese Technologie vom Herzen den Leuten zur Verfügung gestellt hat. Dass jemand die Hälfte liegen lässt, könnte man vielleicht noch verstehen. Aber dass jemand ca. 70 Milliarden Dollar liegen lässt, klingt für einige doch zu schön, um wahr zu sein. Einige Sachen deuten eher darauf hin, dass Bitcoin gezielt promotet wurde, um den ersten Schritt zur Digitalisierung der Zentralbanken zu machen. Schauen wir uns mal eine Fernsehserie aus dem Jahr 2012 an. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lag der Bitcoin-Kurs bei ca. 4 Euro. It only took 20 minutes standing in line at a bank to change dollar bills into another piece of paper. Thank you. I went online and I bought 1 Bitcoin last night. Really? It's the future. I don't know. It didn't feel real. No. Real's gonna change. Real is gonna change. Das war ein Statement. Just watch. Leute, wenn etwas in einer landesweit ausgestrahlten Serie erwähnt wird, kann man sich sicher sein, dass die Regierung auch will, dass die Leute dies mitbekommen. Mhm. Wie in unzähligen Artikeln berichtet wird, ist diese Behörde eng mit Hollywood verbunden. Manche behaupten sogar, Hollywood ist nur ein Produkt, um die Gesellschaft zu programmieren. MK-Ultra mit der Gesellschaft zu machen. Ja, Entertainment-Branche ist etabliert worden deswegen. Der Fernseher, das Radio, die Zeitung wurde deswegen erfunden. Mieser Aluhut-Talk, ich küsse eure Zirbeldrüsen. Man lebt den Leuten vor, wie sie zu leben haben, wie sie ihre Kinder erziehen sollen, was sie in der Freizeit machen sollen und was sie denken sollen. In den bekanntesten Serien werden oft Familien dargestellt, weil man genau diese beeinflussen will. Auf jeden Fall zurück zu Satoshi Nakamoto. Die Frage ist hier, wäre die US-Regierung nicht dumm, wenn sie vielleicht eine Kryptowährung von, sagen wir mal, vielleicht irgendeinem japanischen Spion promoten würde, der so vielleicht die amerikanische und sogar die Weltwirtschaft beschädigen könnte? Da geht er in meine Theorien rein jetzt hier. Ja, interessante Theorie, aber lass doch mal zuhören, Freunde. Wo man auf jeden Fall sicher gehen kann, ist, dass die US-Regierung nicht dumm ist und bestimmt kein Projekt von einem unbekannten Japaner promoten würde. Anscheinend wollte... Ist so, aber das stimmt schon. Die würden niemals, wenn Hollywood kommt, also in diesen Hollywood-Serien, dann Bitcoin einbauen, wo das gerade an den Start kommt, wenn die so Angst davor hätten. Weißt du? Das macht Sinn. Also muss ich ihm recht geben. Jemand, dass Bitcoin groß gemacht wird. Die Verbindung zwischen der Regierung und Bitcoin ist auch vorhanden.
Es geht hier um einen Algorithmus, der die Hauptrolle bei Bitcoin spielt. Und zwar SHA-256. Dieser wurde interessanterweise von der NSA entwickelt. SHA-256 ist ein kryptografischer Hash-Algorithmus, der hauptsächlich benutzt wird, um die Integrität von Daten sicherzustellen. Hauptsächlich wird dieser in der Kryptobranche bei digitalen Signaturen, Passwortspeicherung und Zertifikaten verwendet. Okay. Im Endeffekt will ich dieser Behörde nichts unterstellen. Aber sie wurden offiziell erwischt, wie sie die ganze Welt abgehört haben. So. Jemand, der die ganze Welt abhört, würde genauso einen Algorithmus manipulieren, um Vorteile davon ziehen zu können. Man hätte Hintertüren einbauen können, die es einem erlauben, auf die Hash-Werte oder die Originaldaten zuzugreifen. Man könnte Daten manipulieren, ohne dass es jemand merkt. Auf jeden Fall griff dieser Satoshi Nakamoto dann angeblich Jahre später auf die verbesserte Version SHA-256 zurück. Gehen wir mal davon aus, die NSA hat den Algorithmus nicht manipuliert. Viele Leute berücksichtigen bei der Frage, ob man diese Verschlüsselung knacken kann, nur die Technologie, die uns zur Verfügung steht. Aber nicht jede Entdeckung wird direkt überall bekannt gegeben. Leute, wenn wir Bürger schon auf KI zugreifen können, die unglaubliche Sachen ermöglicht. Was denkt ihr, was das US-Militär hat, damit sie überhaupt diese Sachen an die Öffentlichkeit gehen lassen? Facts. Alle Technologien, die wir im Nachhinein zur Verfügung gestellt bekommen, wurden in den häufigsten Fällen zuerst jahrzehntelang vom Militär verwendet. Ist so. Wenn man diese Technologien dann so weiterentwickelt hat, dass die alten in ihren Augen veraltet sind. Mies geschnitten noch mit den Geräuschen im Hintergrund, diese Hacker-Vibes und eben mit den Knarren und so. Flex hat da schon Mühe gegeben, gell, fühl ich. Da sie schon viel unglaublichere Sachen entwickelt haben, werden diese dann der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Das Internet zum Beispiel wurde vom US-Militär erstellt und wurde zuerst mal Jahrzehnte genutzt, bevor sie es dann letztendlich wahrscheinlich auch aus Eigennutzen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt haben. Oder es wurde geleakt, man weiß es nicht ganz genau, weißt du? Das nehme ich auch immer als Beispiel, dass das Internet vorher vom US-Militär und auch von Unternehmen schon genutzt wurde und dann für das Fußvolk halt bereitgestellt wurde. Ja, ist ja klar, das sagen wir ja auch immer wieder hier, dass die Technologien haben, die auf jeden Fall viel weiter sind als die, die wir benutzen. Ein weiterer Punkt, der die Leute denken lässt, dass Bitcoin gezielt promotet wurde, ist ein Dokument dieser Behörde aus dem Jahr 1996, in dem über Kryptographie und anonyme Zahlungsmittel geschrieben wird. Außer dem vorhin besprochenen Fakt, dass die NSA den Hauptmechanismus für die heutige Kryptobranche erstellt hat, ist ein krass bestimmter Name aufgetaucht. Dieses Dokument wurde von einem Tatsuaki Okamoto verfasst. Einige behaupten, dies wäre die Inspiration für den Namen Satoshi Nakamoto. Krass, Digga. Yo. Aber generell zeigt dieses Dokument, dass zumindest sein könnte, dass die NSA weiß, wer Bitcoin kreiert hat. Denn schon 1991 hat dieser Tatsuaki Okamoto etwas über Universal Electronic Cash geschrieben. Wie gesagt, gibt es einige Möglichkeiten, wie diese Digitalisierung von Geld Behörden behilflich sein kann. Zuerst einmal ist es wie gesagt der erste Schritt zur Digitalisierung der Zentralbanken. Und wenn man sich mal anschaut, für was... Vielleicht haben die uns mit Bitcoin einfach an die CBDCs gewöhnt, stell dir mal vor. Die haben das einfach nur gemacht, damit wir uns an diese Krypto-Sachen gewöhnen. Und dann wird alles ausgetauscht durch CBDCs. Und das war's gewesen. Würde auch Sinn machen, dass sie dann alle Milliardäre auf einmal umlegen, die mit Krypto Milliardär geworden sind. Ey, das wollten wir nicht. Bleib mal cool, Junge. Du bist jetzt weg vom Fenster. Bitcoin zuerst genutzt wurde. Flex wieder mies am Recherchieren. Bruder, der ist drin, tief drin. Fühle ich aber, feier ich. Könnte es vielleicht auch sein, dass es ein Blackmail-Werkzeug ist. Die ersten Bereiche, in denen Bitcoin genutzt wurde, war hauptsächlich im Darknet. Zum Beispiel soll der Onion-Browser, der notwendig für das Eintreten ins Darknet ist, ebenfalls... Tor-Browser, crazy. ...diese Behörde kreiert worden sein. Wer glaubt, er konnte unbemerkt im Darknet surfen, hat sich getäuscht. Bruder, NSA, CIA und so, die können auf alles zugreifen. Du bist nirgendwo, bist du safe. Die lassen halt viel durchgehen, ne? Aber wenn es wirklich, also wenn es wirklich in heftige Richtungen geht, wenn die merken, okay, das ist jetzt hier bedrohlich für uns quasi oder für die Sicherheit, was auch immer, Digga, was sie sich aus dem Arsch ziehen, Terrorismus, bla bla bla, dann können die auch im Darknet genau gucken, wer da was tut und wer was nicht tut, so, weißt du? Die haben ganz krasse Programme, Bro. Das würde uns schockieren, wenn wir Zugriff darauf hätten oder wenn wir sehen würden. Bruder, die haben Programme, die geben einen Namen ein, die finden alles. Dein ganzes Leben, egal was du gemacht hast und egal wie verschlüsselt du angeblich unterwegs warst oder nicht. Manche Behörden können alles zurückverfolgen.
Vielleicht sind wir unwichtige Personen, bei denen diese Informationen vielleicht irgendwo gespeichert werden und dann irgendwann mal untergehen. Ja. Weil nichts dabei ist, das man verwenden kann. Oder man keine Person ist, die instrumentalisiert werden kann. So. Sollte man zum Beispiel einen The Weeknd, Kanye West oder irgendeine andere Person mit Einfluss finden. Und diese hält sich zum Beispiel in irgendwelchen düsteren Darknet-Seiten auf, wo Geld geboten wird, um Leute sterben. Ja, aber Pedo-Seiten muss sich Anonymous drum kümmern. Ja, weil die selber Pedos sind bei die. Bro, die beschützen doch die Pedos. Weißt du, was ich meine? Die CIA, NSA und so. Deswegen, klar, Digga. Für die wirklich wichtigen Sachen, die wichtig für uns sind, weil wir Menschen sind, weil wir ein Herz haben, weil wir sagen, ey, wir wollen unsere Kinder beschützen, so, da kümmern die sich einen Scheißdreck drum. Bei denen geht's nur um Machterhalt und um sicher gehen, dass die Welt in die Richtung geht, wo die Welt haben wollen. Zu sehen. Kann man sich sicher sein, dass diese Person kurze Zeit später im Knast sitzt oder ein Spitzel wird? Hören wir uns mal an, was der ehemalige News-Moderator Tucker Carlson über Bitcoin sagt. Crypto people aren't just in it to make a buck. They're in it to change the world forever. These are not shallow people. These are people who can answer every single question except who was Satoshi, which they don't answer. Someone should answer that. Nope. I think we know. Anyway, in fact, I have a friend who's probably sitting here who told me he did know, but I don't believe him. And I don't care if it was the CIA. It doesn't matter. The idea is still a great idea. Obviously, it was the CIA. I think we all know that. It's like Signal. They got there first. It's a honey trap. Es soll den Leuten den Anschein von Anonymität geben, um sie unbemerkt zu beobachten, wie sie kriminelle Sachen begehen. Wenn man nach einigen Leuten geht, ist dieses Verfahren der Hauptmechanismus, wie die Welt zurzeit gesteuert wird. Wie zum Beispiel der Kryptomillionär, der tot am Strand aufgefunden wurde, auch schon gesagt hat. Es war die Rede von einer oder mehreren Epstein-Inseln. Viele, die große Summen an Geld auf der Bank haben, haben bestimmt festgestellt, dass man dieses Geld nicht einfach so abheben kann, sondern bestellen muss. Und bei sehr großen Summen werden sogar bestellt, für was man sein Geld ausgeben will. Das lässt viele Leute ihr Geld in Kryptos lagern, aber so viel besser ist es auch nicht. Auch wenn es den Anschein hat, als ob man Freiraum und Anonymität bei Kryptowährungen hat, ist dies nicht der Fall. Bei den meisten dieser Kryptos, besonders Bitcoin, ist jede Transaktion nachverfolgbar. Wenn man die Adresse der jeweiligen Wallet kennt, kann man jede einzelne Überweisung beobachten. Und wenn eine Kryptowährung wirklich nicht oder nur sehr schwer nachverfolgbar ist, wird diese einfach verboten. Wie zum Beispiel vor kurzem Monero. Die Technologie von Monero zerlegt Transaktionen in kleinere Beträge und vermischt sie, sodass sie fast unmöglich nachzuverfolgen sind. Und dies hat auch dafür gesorgt, dass diese Kryptowährung in Europa verboten wurde. Crazy. Die ich habe jetzt auch schon mitbekommen, dass das Finanzamt teilweise Leute nach Krypto-Wallets fragt und so ein Shit. Es geht in eine komische Richtung gerade rein, dieses ganze Bitcoin-Krypto-Thema so. Bin da auch gespannt. Art Geld zu lagern ist noch immer ein Gold, Silber und generell materielle Sachen, die ihren Wert beibehalten oder vielleicht sogar zunehmen können. Ja, Gold, Silber ist halt, sag ich auch, also das ist schon einer der besten Sachen, glaube ich, und Assets, wie er auch sagt. Ja, bei Grundstücken, Häusern und so sieht es natürlich wieder anders aus, weil da kannst du auch ganz schnell enteignet werden, weißt du? Es gibt wenige Sachen, die wirklich dir gehören, wenn du sie hast. So, das sind Facts. Man denkt, okay, das ist meins, weil ich habe es gekauft und so, aber Bro, also bei vielen Sachen kannst du auch einfach enteignet werden und die können dir die Sachen wegnehmen. Und wenn du jetzt Gold nimmst und das irgendwo im Wald buddelst oder irgendwo versteckst, I don't know, Bro, das können die halt nicht so einfach wegnehmen. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass man mit Kryptos kein Geld machen kann. Mit Kryptowährungen kann man einen Haufen Geld machen, aber man muss auch Gewinne nehmen. Wer glaubt, dass er sein ganzes Geld in Bitcoin lassen kann und es nicht irgendwann mal bereuen wird, wird irgendwann mal feststellen, dass es nicht so ist. Wie viele von euch wissen, wird bei dem Mining-Prozess von Bitcoin viel Strom verbraucht. Und es ist nicht gerade umweltfreundlich. Ja, Gold und Silber ist halt nur scheiße, wenn man fliehen und muss mal 300, 400 Kilogramm mit dir rum. 300 Kilo Gold, Digga, wie viel ist denn das wert, Bro? 300 Kilo Gold willst du haben, oder was? Bruder, jetzt küsst doch dein Herz. Was ist 100 Kilo Gold wert? Ne, 100 Gramm sind das hier. 100 Gramm sind 7000 Euro. Bruder, jetzt was für 100 Kilo, Alter? Ist dein Ernst? 21 Millionen. Yo. Der sagt, wer will 300, 400 Kilo Gold rumschleppen? Bruder, bist du Millionär oder was? Ich küsse deine Zirbeldrüse, Digi. Wenn du so viel Geld hast, wird sich schon jemand finden, der das für dich trägt. Weißt du, was ich meine? Außerdem weiß man nie, Bruder, wenn die Wirtschaft zusammenbricht zum Beispiel und Geld auf einmal nichts mehr wert ist, das war ja mal so. In Deutschland. Da hat ein Laib Brot eine Million Euro gekostet, Mark gekostet, Reichsmark damals.
Und da habe ich auch eine Geschichte gesehen von einem zum Beispiel, der hat für eine Goldmünze ein ganzes Grundstück gekauft. Mit Lager und so drauf. Weißt du? Überleg mal. Also wenn du da dann Gold am Start hattest, dann warst du halt mieser Millionär schon mit einer Münze. Unsere Welt sich gerade wandelt, mit Klimawandel in Anführungsstriche. Kann es gut sein, dass man irgendwann mal in der Zukunft Bitcoin verbietet? Und wenn man dies machen will, können wir genauso viel wie bei Monero tun. Und schon wird aus einem 100.000 Dollar Kurs wieder 5.000 Dollar. Wenn diese Krypto... Das ist halt die Frage, Digga. Ich glaube halt auch, dass die Mächte, Finanzelite, wenn die wollen, können die auf jeden Fall irgendwas machen, dass das Ding in den Keller geht. Oder verschwindet, weißt du? Aber das, was mich suspicious macht, ist halt, dass die Finanzelite gerade anfängt, für Bitcoin Werbung zu machen, weißt du? Kryptowährung zum Beispiel auf staatlicher Ebene eingesetzt wird, würden so gesehen Zentralbanken Coins rausbringen, die wir alle nehmen müssen. Und die Ausgabe dieses Geldes soll natürlich nicht direkt am Anfang, aber mit der Zeit an bestimmte Bedingungen geknüpft werden. Zum Beispiel will man auch, wenn es sich unglaublich anhört, ein Verfallsdatum auf Geld setzen. So. Ja, die machen das ja jetzt schon. Die ersten Testläufe und diese langsame Einführung findet ja jetzt schon statt bei Migranten. Die kriegen doch so eine Karte mit Geld drauf, was an ein Ablaufdatum gebunden ist. Und auch an, du kannst nur bestimmte Bezahlungen damit machen. Weißt du? Ja, das geht schon los. Langsam gewöhnen sie uns an alle Sachen. Dass keine Informationen angehäuft werden kann. So sorgen die Leute, die diese Zentralbanken kontrollieren, die nebenbei keine staatlich kontrollierten Einrichtungen sind, dass sie immer an der Spitze bleiben. Wenn wir uns mal anschauen, wer fast alle Banken auf der Welt besitzt, ist der Rothschild-Clan. Da schließt sich der Kreis, meine lieben Freunde. Die Jungs innen, Digga, werden immer mehr Thema in den Videos, ne? Die fühlen das bestimmt gar nicht, jo. Wenn wir uns mal anschauen, wer fast alle Banken auf der Welt besitzt, ist der Rothschild-Clan. Diese besitzen so viele Banken, dass es einfach ist aufzuzählen, in welchen Ländern sie keine besitzen. Das sind nur Abkhazien, Kuba, Iran, Nordkorea, Russland, Bolivien und Syrien. Bruder, von der ganzen Welt gibt es nur 6 Länder, wo die Rothschilds keine Bank besitzen. Überleg dir das mal, yo! Und wenn man zum Beispiel diese Kryptowährung der Zentralbanken mit einem Social Score-System verbindet, ja, kann man sozusagen auch bestimmen, wer sein Geld ausgeben kann und wer nicht. Wer sich zum Beispiel systemkritisch äußert, sich nicht systemkonform verhält, dem wird einfach Geld gekürzt oder komplett gestrichen. In China gibt es in einigen Städten schon sowas Ähnliches. Ein Social Score-System mit Public Shaming. Das heißt, Leute werden bei ihren Vergehen fotografiert und dann auf digitalen Plakaten in der ganzen Stadt ausgehangen. Ja, Digga. Und dann kommt sowas wie Corona um die Ecke und dann kommt so ein Schwurbler wie ich um die Ecke und sagt, ey, ist ein Scam, lasst euch nicht verarschen, dann hängt mein Bild überall hier. Wanted. Und werden damit sozusagen... Das ist ja krass. ...öffentlich gedemütigt, damit sie dies kein zweites Mal machen. Und dann kannst du halt auch nicht... Wenn du einen schlechten Social Score hast, hast du ja bei Black Mirror auch gesehen, kannst nicht fliegen und solche Sachen. Es hört sich halt utopisch an für uns, ne? Aber es geht leider in diese Richtung rein. Und es werden immer mehr Sachen eingeführt, wo man merkt, dass es in die Richtung tendiert. Und die Frage ist halt, wie gehen wir damit um? Und mein persönlicher Umgang ist, wenn es zu schlimm wird, hau ich halt ab. Irgendwo nach Afrika in die Savanne oder so, weißt du? Wo ich meine Ruhe habe. Oder irgendwo auf einer einsamen Insel. Also auf jeden Fall weit weg von dieser Entwicklung. Und dann hoffen wir, dass die da nicht hinkommt. Dass die Menschen sich... Ich glaube und denke sowieso, dass irgendeine heftige Katastrophe um die Ecke kommen wird, was diese ganzen Pläne zunichte machen wird. Weißt du? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Gott sich da rein involviert. Und ja, bis dahin muss man halt sich irgendwie protecten. Das System sammelt außerdem Daten aus verschiedenen Quellen. Darunter Regierungsdatenbanken und teilweise auch Überwachungstechnologien, wie Gesichtsanalyse-Software und so weiter. Erfasst werden unter anderem Online-Verhalten, Bildungswege, Verkehrsverstöße, Kreditwürdigkeit und Strafregister. Menschen mit hoher Punktzahl erhalten Vorteile, während niedrige Punktzahlen zu Nachteilen führen, wie zum Beispiel eingeschränkter Zugang zu bestimmten Jobs, höhere Steuern oder... Deus, sei nicht immer so pessimistisch, mein Jutster. Er sagt, und dann fängt alles wieder von vorne an, weil keiner was gelernt hat. Ich prognostiziere, dass ich glaube halt an eine höhere Macht, an eine höhere Energie und der wird dafür sorgen, dass genau die richtigen Menschen überleben, die den Laden wieder neu loslegen und dass das dann vielleicht erstmal eine Zeit lang
schön sein wird, weißt du? Und hoffentlich vielleicht auch längere Zeit. Man weiß nie. Mit den richtigen aufgeweckten Geistern kann man es eventuell hinbekommen, eine Welt zu kreieren, die lieb ist. So, die göttlich ist. Und wenn nicht, dann ist es auch vollkommen okay, weil es gibt auch nicht nur diese physische Welt, in der wir hier gerade leben, sondern es gibt auch noch eine Welt außerhalb von dem, was wir sehen und anfassen können. Und ja, vielleicht ist diese Erde und diese Welt, die wir sehen und anfassen können, extra so, dass sie immer wieder den Bach runtergeht und wir dann vielleicht in einer anderen Welt, in einer anderen Dimension den Himmel kreieren. Weißt du? Beschränkungen bei Flug- und Zugbuchung. Ein solches System könnte natürlich zur totalen Überwachung genutzt werden. Wenn wir uns kürzlich öffentlich gemachte Technologien anschauen, könnte das, so unglaublich es klingen mag, sogar zur Überwachung der Gedanken führen. Zum Beispiel kann man heutzutage mit bestimmter künstlicher Intelligenz die Gehirnwellen von Menschen analysieren und die 144.000 Auserwählten werden das tausendjährige Friedensreich beherrschen mit dem Messias zusammen. Geil. Fühl ich? Wo kommt das her? Das kommt doch bestimmt auch aus irgendeinem Buch, ne? Bibel, Koran, irgendwie so. Das tausendjährige Friedensreich, Digga, fühl ich komplett, bro. Bibel, Offenbarung. Nice. Die in Text- und Bildmaterial umwandeln. Diese künstlichen Intelligenzen funktionieren so gut, dass sie den inneren Dialog eines Menschen 1:1 übersetzen können. It's looking a lot more like AI is capable of reading our thoughts. And we're not just talking about it predicting what kind of TikTok we want to see next or what kind of products we might buy. But researchers say the AI was able to read the brainwaves and translate all of that you're seeing right there into English and turn it into what looks like inner dialogue. Say scheiße. This is a real leap forward compared to what's been done before, which is typically on like single words or short. Das kam doch schon vor bei Two and a Half Men, wo Walden Schmidt da so mit dieser einen Zoe oder wie die heißt da in dieser Garage an sowas gearbeitet haben, was dein Gehirn lesen kann, was du gerade denkst so mäßig. Sentences where you can get something about the gist of a sentence or something about, you know. Volunteers were asked to watch a movie clip without audio, and this is what the AI described. You're seeing it right there, actual stimulus, and they described, I see a girl that looks just like me get hit on her back, and then she is knocked off, end quote. The eye saw it, the brain processed it, and the AI typed out what they were thinking. Dass wir alle wahrscheinlich abgehört werden, um die perfekte Werbung bei uns spielen zu können, ist, denke ich mal, kein Geheimnis mehr. Auch wenn es sich für viele von euch verrückt anhört. Da müssen wir halt in Bildern denken, ja, das hat er ja gemacht. Und er übersetzt es dann in Worte, diese KI. Gedanken, stell dir mal vor, Dicker, du läufst rum und dann Kameras sind da und so und die können dann deine Gedanken lesen. So. Das wird doch in einem Buch sogar so beschrieben, dass du nicht mal mehr an irgendwelche systemkritischen Sachen denken darfst oder so und dann schon hops genommen wirst. Wie, du hast gerade gedacht, du willst dich nicht impfen lassen, ab in den Knast, mein Jutster. So. Angeblich soll dies auch schon mit den Gedanken passieren. Das ist crazy. Und wenn man sich dieses Thema und die neue Technologie anschaut, Apple Vision Pro kann vielleicht eure Gedanken lesen. Yo. Klingt es auch nicht mehr von so weit hergeholt, dass so etwas wirklich möglich ist. Es gibt sogar... Ja, Dicker... Oh shit, warte mal ganz kurz. Was? Das sind AirPods, ne? Nö, Bruder, jetzt. Ich hab grad neue gekauft. Mach keinen Scheiß jetzt, Bro. Sag jetzt nicht das Falsche. Kürzlich eingereichtes Patent von Apple, das auf sowas hindeutet. Und zwar an den neuen AirPods von Apple. Ob du das Buch Mein Vater war ein MIB kennst, das ist alles, was du hier so schwurbelst, beschrieben, wollte deine Meinung dazu hören. Kenn ich nicht, nee. Leider kann ich dann auch keine Meinung dazu abgeben. Die haben mich gefickt, die hören gerade meine Gedanken ab, ja. Aber weißt du, was das Gute ist, wenn du so ein mieser Schwurbler bist wie ich, der sowieso in der Öffentlichkeit schon eigentlich alles ausspricht, was er denkt? Dann hast du auch nichts mehr zu verbergen, weißt du? So, man muss sich das schönreden irgendwie. Das Patent beschreibt ein Biosignal Sensing Device, was darauf hindeutet, dass es für das Erfassen verschiedener Arten von Biosignalen konzipiert wurde. Biosignale sind Parameter wie Herzfrequenzen, Muskelaktivitäten und auch Gehirnwellen. Wenn man so eine Technologie wirklich auf den Markt gebracht hat, wird sich diese bestimmt nicht leicht durchschauen lassen. Natürlich kann man seine Gedanken nicht verstecken.
Man bräuchte nur etwas reinprogrammieren, dass das System kurz ausschaltet, wenn Leute misstrauisch werden. Yo. Bro. Also wenn du bewusst bist, kannst du deine Gedanken kontrollieren, aber verstecken ist schwierig. Und da es ja die Gehirnaktivität beobachtet, kann es dann durch eure Hirnaktivität sehen, ob ihr wieder in einem tranceähnlichen Zustand seid oder es nicht mehr im Kopf oder vergessen habt. Stell dir vor, Digga, der wird so bewusst, ich schick paar Signale rein, damit er wieder unbewusst wird. Yo, dieser Wichser, Alter, ich küsse doch dein Herz. Einer hat gesagt, ich habe meine AirPods weggeschmissen und wieder Oldschool-Kopfhörer geholt. Ja, Bro, ich habe vorgestern, 280 Euro, wohin? Gibst du mir das Geld wieder? Die Pressekonferenz des World Economic Forums wurde erwähnt, dass in Zukunft solche Technologien wahrscheinlich in jedem Kopfhörer und anderen Geräten enthalten sein werden. Das Gefährliche an dem Ganzen ist, dass man vielleicht irgendwann mal in der Zukunft auf die Idee kommt, jedem Menschen, vielleicht sogar von Geburt an, eine KI zuzuteilen, die sein ganzes Avatare, ja, jo. Leben aufschreibt. Von dem, was er tut, bis hin zu dem, was er denkt. Ach so, direkt einpflanzen, sagst du? In these brain sensors, it's a huge, I think, untapped market in many ways of integrating them into everyday devices. These are earbuds or watches or headphones. World Economic Forum, bro. Soft cups around the ears. Many of those products are hitting the market this year, and others are hitting them within the next 2 years, such that people can listen to music, a phone call, etc., while having those devices in ears. And I'm Alex Jones interview, mir zwei Tage. Ihr müsst überlegen, machen ja jetzt schon MK-Ultra mit uns durch Fernsehen, Radio, Musik und diese ganzen Sachen, so, ne? So, die machen ja schon Mind Control mit uns. Das ist ein Fact. Wer das noch nicht weiß, der muss auf jeden Fall mal Misa in die Recherche reingehen und vor allen Dingen sich bewusst werden. Es ist nicht weit hergeholt, dass sie dann eventuell auch über diese Devices wie so AirPods oder Apple Vision Pro und so dann noch tiefer reingehen. Zurück in die Natur, Digga, alles wegschmeißen. Eine Oldschool-Kamera, ein Laptop, mit dem man so ein bisschen Videos schneiden kann und so Podcasts machen kann, Mikrofon, Bildschirm, fertig. 7 hat ein Mann namens Aaron Russo vor seinem Tod etwas über den Zweck dieser digitalen Währung erzählt. Aaron Russo war ein amerikanischer Unternehmer, Filmemacher und Politiker. Geboren 1943 in Brooklyn, New York, begann er seine Karriere in der Unterhaltungsbranche. Er hat in seiner Zeit als Clubbesitzer früh gemerkt, dass das System größtenteils korrupt ist. Dies stellte er fest, nachdem er mehrmals von Polizisten eingeschüchtert wurde und diese letztendlich sogar Schutzgeld wollten. In den 90er Jahren stieg er in die Politik ein und lernte kurze Zeit später auch Nick Rockefeller kennen. Als Aaron Nick Rockefeller immer näher kennenlernte, fing dieser an, ihm ziemlich merkwürdige Sachen zu erzählen. Aaron Russo erkrankte Jahre vor seinem Tod an Krebs. Er wusste, dass er bald sterben wird. Viele sehen das auch als Grund, warum er, obwohl er auch in diesen Kreisen verkehrt, letztendlich die wahren Intentionen dieser Leute offengelegt hat. Krass. Zuerst mal fragte ihn Nick Rockefeller eines Tages, was er glaubt, weshalb der Feminismus entstanden ist. Yo. Antwortete, wahrscheinlich um Frauen eine Stimme zu geben, damit sie genauso viel wie Männer verdienen und wählen können. Worauf Nick Rockefeller ihn zuerst auslachte und ihm dann den wirklichen Plan dahinter erklärte. Oh shit, miese Recherche. Zuerst mal fingen viele Frauen nach dieser Feministensache an zu arbeiten, was früher nicht so war. Mehr Cash im System, ja? Konnte man erstens doppelt so viel Steuern einkassieren und zweitens hatte der Staat die Kinder dann für sich alleine, da Mutter und Vater arbeiten waren. Ja. Macht Sinn. Und die Kinder sozusagen niemanden hatten, der sie leitet, außer irgendeine Propaganda im Fernsehen. We the Rockefellers funded that. We funded Women's Lib. Hinter diesen ganzen, das ist halt leider traurig, weißt du? Es fängt eventuell an mit einem Bedürfnis nach Freiheit und nach Gleichberechtigung und so dies, das und wird ganz schnell unterwandert von irgendwelchen Machteliten, von irgendwelchen Finanzleuten und wird für andere Interessen dann missbraucht, weißt du? Feminismus, Black Lives Matter. Bro, bei ganz vielen von diesen Movements schleusen die sich dann selbst rein und nutzen das für ihre Agenda halt. Ist traurig, ist aber Fact. Two primary reasons. Well, one reason was, we couldn't tax half the population before Women's Lib. And the second reason was, now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think because the banking industry is trying to take over the world. 9/11, nobody knows how building came down. Because of 9/11, we then had the authority to go into Afghanistan and Iraq. Iraq didn't have weapons of mass destruction, okay? So that was the next lie.
Zentralbanken streben offensichtlich eine bargeldlose Gesellschaft an, in der alle finanziellen Transaktionen digital abgewickelt werden. Und laut Aaron Russo soll dies mit einem Chip passieren, der irgendwann mal, bestimmt nicht am Anfang, jedem eingepflanzt werden soll. Vielleicht habt ihr mal den Begriff Bankrun gehört. Ein Bankrun ist, wenn auf einmal viele Leute gleichzeitig ihr Geld von den Banken abheben wollen. Da die Banken nur einen Bruchteil des Geldes haben, was sie rausgeben, können die Banken nicht jedem sein Geld auszahlen. Wenn sozusagen dieser Bankrun passiert, gehen die Banken unter. Und mit digitalem Geld kann man so etwas verhindern. The whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is giving me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. Lasst uns kurz auf den Rockefeller eingehen, der der Grund ist, dass fast jeder den Namen Rockefeller kennt. Demon. Und der unter anderem für das heutige Gesundheitssystem verantwortlich ist. Das ist John D., der Kelp, ne? John D. Rockefeller, einer der einflussreichsten Unternehmer des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, hat die moderne Medizin maßgeblich verändert. Durch seine finanziellen Unterstützung gründete er Institutionen, die dafür verantwortlich waren, dass ganzheitliche, natürliche Behandlungsmethoden aus den Lehrbüchern der Medizin gestrichen wurden. Starke Recherche, Bro. Habe ich ein Video zugemacht, will ich auch jedem ans Herz legen, werde ich unten verlinken. Wichtiges Thema. Im frühen 20. Jahrhundert gründete er das Rockefeller Institute for Medical Research, was heute die Rockefeller University ist. Wie vielleicht einige von euch wissen, wird John D. Rockefellers Vermögen auf etwa 500 Milliarden Dollar geschätzt. Den größten Teil seines Geldes verdient er mit Erdöl. Ein Nebenprodukt von Öl sind petrochemische Substanzen, die heutzutage hauptsächlich für Medikamente verwendet werden. Es wird behauptet, dass er das Gesundheitssystem beeinflusst hat, um seine geschäftlichen Interessen zu fordern. Eine weitere Sache, die Aaron Russo erwähnt hat und die wahrscheinlich in der nächsten Zeit... Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt hier hingekommen sind. Ne? Flexdoku macht das immer krass, Alter. Wie hat das Video nochmal angefangen? Ja, wegen Krypto und Bitcoin. Ich hab das schon fast vergessen, Dicker. Welche Recherche das jetzt gerade nochmal war. Wir sind jetzt schon wieder ganz woanders unterwegs. Aber fühle ich. ...eine Rolle spielen wird, ist das Bilden von Waffen für Bedrohungen aus dem Weltall. Angeblich soll... Jetzt sind wir bei Bluebeam. Warte mal kurz. Digga, da sind so viele Switches gerade. Ich komme nicht mehr mit gerade. Eine weitere Sache, die Aaron Russo erwähnt hat und die wahrscheinlich in der nächsten Zeit eine Rolle spielen wird, ist das Bilden von Waffen für Bedrohungen aus dem Weltall. Bluebeam. Angeblich soll man immer wieder Sachen erfinden, um der Bevölkerung Angst zu machen und Steuern anderweitig verschwenden zu können. Zuerst der War on Drugs, also der Krieg gegen die Drogenepidemie. Dann Krieg gegen Terror. Dann den Krieg gegen den Terrorismus und danach der Krieg gegen die Bedrohung von außerhalb. Asteroiden. Auch sind in der letzten Zeit Nachrichten aufgetaucht, die vielleicht auf sowas hindeuten können. Bestimmt haben einige von euch die News mitbekommen, dass man für die nächsten 2 Monate einen zweiten Mond in der Erdumlaufbahn sehen wird. Dieser zweite Mond ist kein Mond, sondern ein Asteroid. Das Geldsystem, von dem Aaron Russo geredet hat, wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren ausgerollt. Aber wie bei allen Sachen wird es langsam anfangen. Zum Beispiel soll zuerst der digitale Euro Bargeld ergänzen. Und mit der Zeit wird dieser wahrscheinlich zur einzigen Währung gemacht. Ja. Wenn man sich die verschiedenen Szenarien ausmalt, die auch hier mit großer Wahrscheinlichkeit passieren könnten, schaut die Zukunft nicht so frei aus, wie wir sie heute kennen. Wenn man heutzutage schon für das falsche Gendern oder wegen irgendeiner Dummheit, die man irgendwann mal vor 10 Jahren gesagt hat, gecancelt wird, kann man sich vorstellen, wie das in Zukunft ablaufen wird. Mhm. Das schlimmste Szenario, was man sich ausmalen kann, ist die komplette Digitalisierung aller Zentralbanken, verknüpft mit einem Social Score System. Und noch dazu analysiert... Das ist Ernst Wolf. Ernst Wolf Talk. Bester Mann, der ist OG bei dem Thema. ...man die Gehirndaten, um zu sehen, ob jemand etwas demokratisch-freundliches oder demokratisch-feindliches denkt. Mm. Zum Beispiel kann man, auch wenn es sich verrückt anhört, bestimmte Wörter einprogrammieren. So dass, wenn diese gedacht werden, sowas wie eine Benachrichtigung bei den Behörden aufgeht und man dann zum Beispiel näher beobachtet wird. Es hört sich wie ein Film an, aber dies könnte man eigentlich 1:1 umsetzen. Leute, was in der nächsten Zeit noch alles auf uns zukommen wird, kann im Endeffekt keiner von uns wissen. Aber was man sagen kann, ist, dass es offensichtlich von Jahr zu Jahr nicht besser und besser wird. Die Leute werden immer mehr zensiert, überall auf der Welt gibt es gerade Krisen und manche Gebiete, besonders im Nahen Osten, stehen kurz vor einer großen Eskalation. Zum Beispiel wurde gestern der Kopf der Hisbollah getötet. Wer sein Nachfolger wird und was dieser als Reaktion darauf machen wird, ist unklar. Und einige behaupten, wir wären kurz vor einer Wirtschaftskrise. Hier muss man aber auch erwähnen, dass dies schon sehr lange erzählt wird.
Es wird wahrscheinlich auch irgendwann mal passieren. Die Frage ist nur wann. About to see the biggest crash in history. You'll never ever see another crash like this. And I'm gonna put it into very simple terms. Was mir halt immer wichtig ist bei diesen ganzen Szenarien und bei diesen, weil das ist auch sehr angstmachend, weißt du, wie dieses Video jetzt und auch was er jetzt hier erzählt und so, dass alles den Bach runtergeht und dass alles so schlimm wird und dies, das, bla, bla, bla. Macht euch aber alle keine Sorgen, so, Gott ist groß. Weißt du, fangt an zu beten, fangt an zu meditieren und steckt den Kopf nicht in den Sand und werdet so ängstliche Leute, die dann irgendwie Verfolgungswahn haben und überall das Böse sehen und dann keinen Spaß mehr im Leben haben und so. Genießt euer Leben auch, weißt du, wie ich meine? Genießt euer Leben, lebt euren Traum, zieht euch zurück in die Natur, geht in ein anderes Land, wenn ihr Bock habt, so. Genießt die Zeit, die ihr hier auf der Erde verbringt und lasst euch von diesen ganzen Entwicklungen nicht zu krass euren Kopf ficken, so. Man, wir sind Menschen, wir sind anpassungsfähig und wir werden immer eine Lösung finden, trotzdem happy zu sein. Und die einzige Happiness, die du brauchst, ist eigentlich die ganze Zeit sowieso immer in dir. Und das ist Gott, das ist deine Liebe. Und zu der hast du bis zum Tod Zugang und darüber hinaus. Deswegen, alles ist gut. Alles kommt so, wie es kommen soll. Lasst euch euren Kopf nicht so krass ficken von dieser ganzen Entwicklung und so. Das passt schon. Passt schon alles. You understand it. It's like being on a plane and all of the engines fail. All of the banking system is failing right now in plain sight. And the crash is not going to be nice, but it's down to each and every one of you to brace yourself. Prepare yourself. Prepare it in, man, Alter. Krasses Video aber auf jeden Fall. Ich fand die Message von mir jetzt gerade nochmal wichtig, dass ich das an meine Zuschauer so weitergebe, weißt du, weil wir beschäftigen uns auch mit vielen Themen, so die einen eventuell so ein bisschen so stimmen können, als ob alles vorbei ist und wir keine Wahl mehr und keine Chance mehr haben, ein glückliches Leben zu leben, aber das stimmt halt nicht. Und deswegen will ich das bei diesen Themen gerade immer noch mit dazu sagen. Wir informieren uns, wir gucken uns Sachen an, wir ziehen uns die Entwicklung rein, aber wir lassen uns davon nicht überwältigen und vor allen Dingen geben wir uns deswegen nicht auf oder stecken den Kopf in die Sand. Im Gegenteil. Weißt du? Im Gegenteil. Ich küsse euer Herz. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst auf jeden Fall eure Gedanken dazu unten in den Kommentaren da. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang.